Okay. Dann mal wieder weiter. Jetzt haben wir ja die Weinflasche. Und dann müssten wir eigentlich, wenn das die richtige ist, hier im Weinzimmer jetzt irgendwas damit machen können. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Ein Geheimzimmer. Ah, der Hofschlüssel. So, jetzt wollte ich aber noch mal eben kurz gucken, ob ich... Ich habe gar nicht mehr so viel Schrotmunition. Die kann ich doch jetzt auch herstellen, oder? Was braucht man denn dafür? Chemikalien, Schießpulver und rostige Reste. Heilung habe ich eigentlich genug. Kann man die auch... Ne, die kann man keinem Schnellzugriff... Ah ne, das kam ja automatisch, ne? Machen wir ein bisschen Schrotmunition. Wie viel haben wir davon eigentlich? Kann man das irgendwo sehen? Ach da, in Besitz. Kräuter keine mehr. 3, 4 und 2. 11 Schuss reichen erstmal. Hofschlüssel. Jetzt muss ich mal eben gucken. Häuser des Dorfs, unterirdische Gänge. Hä? Moment. Kann ich nicht auf die untere Karte. Unterirdische Gänge. Aber eigentlich war das doch jetzt nur der Weg zurück, oder? Hier, war das hier durch? Boah, scheiße, jetzt stehe ich so im Schlauch. Wo komme ich denn nochmal her? Ne, von hier kam ich, ne? Ja, genau, hier war das Esszimmer. Nee, was nicht. Soll ich dich umführen? Oh. Scheiße. Nee, du brauchst mich nicht unbedingt rumführen. Ich komme schon irgendwie klar. Wenigstens kommt sie nicht hinterher. Zumindest aktuell nicht. Treibt gerne ihre Spielchen, wa? Hier ist ne... Achso, mal eben kurz gucken. Hier komme ich wahrscheinlich noch nicht rein. Nö, was ist denn da drauf? Keine Ahnung, was das sein soll. So, und nu? Dann wird's wohl hier weitergehen. Da ist er wieder. Ja, super, jetzt müssen wir der wahrscheinlich auch noch hinterher, wa?
Hä? Irgendwo was zu holen, ey. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Oh oh. Hat sie jetzt die tote Tochter gefunden? Das freut sie nicht. Eine Karte des Schlosses, Hauptgebäude. Ach, guck mal. Was ist denn das? Lady Dimitrescu Schlüssel. Den habe ich scheinbar noch nicht, ne? Badehaus, Lady Dimitrescus Gemächer, Terrasse. So, aber der Flur ist hier immer noch rot, also irgendwas gibt es hier bestimmt noch zu holen. Ach Quatsch. Da ist nichts drin. Nö. Standuhr. Ach, da ist noch was. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Terrasse, da kommen wir zumindest von hier aus nicht hin. Dann gehen wir mal ins Badehaus. Ich glaube, die Tür bei in den Gemächern war zu. Oh, ein Blutbad. Ja, das ist mal für einen Vampir echt standesgemäß. Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Zum Scheißen. Verrückt. So, das soll wohl irgendwie so eine Art Rätsel sein, oder? Untersuchen. Okay. Die kann ich drehen. Ich nehme an, die kann ich alle drehen. Die kann ich auch drehen. Die auch und ja, die auch. Jetzt ist die große Frage, das ist natürlich der Hinweis hier, die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das heißt, die Frauen beachten die Männer nicht. Heißt das, sie gucken weg oder heißt das, sie gucken sich gegenseitig an? Machen wir erstmal so. Nein. So, abbrechen, okay. Das heißt aber auch, dass der Mann, ich nehme an, oder sind das die, ne, das sind wohl die Armen hier, ne? Ja, das sieht nach den Armen aus. Und der Mann steht da eigentlich schon richtig, oder? Wenn der Mann macht die Mädels an und die Armen, ja, was haben wir? Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, dann sind die wahrscheinlich die. Jo, das war's. Ah. Okay, das riecht wieder nach einem Gang mit diesen Zombie-Mönchen. Oder Kultisten oder was weiß ich. Passiert nichts? Ach du Scheiße!
kommen sie doch gleich aus dem Wasser. Na, ist er. Oh, sag nicht, die tauchen jetzt, ey. Boah, wir haben mich erschrocken. Nicht schlecht. Nur einer. Okay, was hat das jetzt gebraucht? Jetzt habe ich mich vor irgendwas geschützt. Achso. Nee. Wo ist er? Hä? Ich sehe ihn nicht. Nein. Noch einer. Und tschüss. Blindenmunition kommt genau richtig. Boah, scheiße, mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Da reagieren. Das ist unfair. So, haben wir das erledigt. Ein bisschen aufräumen hier. Nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding, wenn so einfach so billig Jumpscares irgendwie... Kommen wir da durch? Wenn so billige Jumpscares einfach hier irgendwie auftauchen, so das ist irgendwie... Ich finde, das ist nicht... Keine Kunst. Im Horror oder Grusel oder wie man es auch immer nennen möchte. Das kann jeder. Die Kunst ist ja irgendwie durch, weiß ich nicht, durch Stimmung oder... Und so weiter, irgendwie eine... ein Unbehagen zu erzeugen. Ich meine, einen so erschrecken, das kann jedes Kind, oder? Waren wir da unten schon mal? Ist da unten nicht diese Stelle, wo der Duke... Da? Doch, da ist doch dieser Wagen vom Duke, oder? Klar. Da sind wir eben schon lang gelaufen. Da kam aus dem Weinkeller raus. Jo, da ist der Duke. Halle der Verzückung. Na gut. So, war hier noch irgendwas? Nee. Ach, hier ist sogar eine Schreibmaschine. Sind wir auf der Terrasse? Ach so, durch den Gang sind wir eben hier nicht in die Terrasse gekommen. Dann kommen wir von hier aus bestimmt in die Gemächer. Oder wir müssen uns diesen Schlüssel noch holen. Naja, werden wir sehen. Erstmal speichern.